Herzlich willkommen zu Mediaset Now. Sicherlich haben auch Sie gehört, dass in den nächsten Monaten das digital-terrestrische Fernsehen umgestellt wird. DVB T2 H.265 HEVC. Was bedeutet das? Wann genau ist dieser Wechsel? Warum ist dieser Wechsel überhaupt nötig? Und was muss ich tun, um auch in Zukunft weiterhin fernsehen zu können? Das schauen wir uns gemeinsam an. Vor 10 Jahren wechselte Italien vom analogen Fernsehen zum digitalen Fernsehen. Wir haben uns alle einen neuen Receiver oder ein neues Fernsehgerät gekauft, um weiterhin fernsehen zu können. Natürlich mehr Sender in einer besseren Qualität. Der seit da verwendete Standard heißt DVB-T. Zu dieser Zeit waren alle Sender in SD-Auflösung, also in Standardauflösung. Aber seitdem hat sich ja viel getan. Es gibt mittlerweile viele Sender, die in HD und die in Zukunft auch in 4K senden möchten, also in perfekter Auflösung. Es gibt nun aber ein Problem mit den Frequenzen. Man kann sich das so vorstellen, beim terrestrischen Fernsehen, es gibt gewisse Frequenzen, die zur Verfügung stehen. DVB-T, also das aktuelle System, die aktuelle Empfangsart, mit dem digital terrestrisch versendet wird, braucht alle diese Frequenzen. Wenn nun mehr Sender in einer besseren Qualität übertragen möchten, diese brauchen mehr Platz auf diesen Frequenzen, Platz, der aber nicht zur Verfügung steht. Der Staat hat deshalb einen neuen Standard eingeführt, der in den nächsten Jahren aktiv wird. DVB T2 H265 HEVC. Dank diesem Standard können auf den gleichen Frequenzen mehr Sender in besserer Qualität übertragen werden. Es gibt weiterhin noch ein anderes kleines Problem mit den Frequenzen. Es fallen nämlich einige Frequenzen weg, da diese in Zukunft der 5G-Telefonie zur Verfügung gestellt werden. Für den Übergang zum neuen Standard hat der Staat 2 Datums eingeführt. 2 Datums, die sehr wichtig sind. Das erste ist der 1. September 2021. Ab diesem Datum werden nämlich Region für Region die Frequenzen geändert und auch der Standard geändert. Ab diesem Datum empfangen wir alle Sender in DVB-T MPEG 4. Das heißt, bei den meisten Geräten, die wir in den vergangenen Jahren gekauft haben, die sind bereits kompatibel mit dem neuen Standard. Da muss ich lediglich einen Suchlauf machen. Innerhalb 30. Juni 2022 hingegen wird immer Region für Region dann auf den definitiven Standard umgestellt, also DVB-T 2 H265 HEVC. Das bedeutet, dass sicherlich einige Fernsehgeräte und einige Receiver getauscht werden müssen, da diese den neuen Standard noch nicht unterstützen. Um jetzt schon festzustellen, ob das Fernsehgerät oder der Receiver kompatibel sind, reicht es, einen Suchlauf zu machen. Wenn man dann den Sender 720p HEVC Main 10 empfangen kann, dann ist das Fernsehgerät oder der Receiver bereits kompatibel mit dem neuen Standard und man kann sicher sein, auch ab 2022 perfekt digital-terrestrisches Fernsehen empfangen zu können. Falls sich nun herausstellt, dass man Receiver oder Fernsehgerät wechseln muss, weil diese nicht mehr kompatibel mit dem neuen System sind, dann bietet der Staat einen Beitrag an bis zu 50 Euro für einkommensschwache Familien. In diesem Fall reicht es, zum Fachhändler zu gehen, eine Eigenerklärung auszufüllen und schon erhält man bis zu 50 Euro Preisnachlass auf den Kauf eines neuen Fernsehgerätes oder eines neuen Receivers direkt auf dem Kassenbon. Einer unserer meistverkauften Receiver fürs neue digital-terrestrische Fernsehen ist der Xoro HRD7622. Diesen Receiver kann ich digital-terrestrische Sender empfangen, natürlich mit dem neuen Standard, und in HD empfangen, also in HD-Qualität. Ein weiteres Top-Gerät unserer digital-terrestrischen Receiver ist der DigiNova 23CE+. Dieses Gerät ist ein Kombo-Gerät, das bedeutet, dass ich digital-terrestrisches Fernsehen, natürlich mit dem neuen Standard, und digitales Satellitenfernsehen mit DVB-S2-Empfang empfangen kann. Das alles mit einer einzigen Kanalliste und mit CE-Plus-Einschub. Also kann ich auch eventuelles Bezahlfernsehen direkt mit CAM und Karte über diesen Receiver empfangen. In der Rubrik TV-Sat unserer Homepage finden Sie alle unsere Produkte fürs neue terrestrische Fernsehen. Also reinschauen lohnt sich. Vielen Dank, dass Sie auch diesmal dabei waren. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Mediaset Now. Bleiben Sie im Laufenden auf unserer Homepage www.mediaset.com, auf Facebook und auch auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.